Johannes Buhlmann, Eulendorfer Weg 70, USE 1525-113403 Berlin 2015, 9. Juli. An Herrn Rechtsanwalt, Herr sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, so nachrichtlich kann man. In Ihrem Schreiben an Ihren Mandanten G schlagen Sie sich auf die Seite der Bestrafer. Unterbringung im Maßregelvollzug sei eine Strafe und ist also zu vollstrecken, bevor eine Abschiebung durchgeführt werden kann, so Ihre Auffassung. Nun muss eine Strafe gesetzlich bestimmt sein und Vollstreckung der Strafe soll dem Gesetz Geltung verleihen. Das wussten bereits die alten Chinesen. Richard Willem kommentiert zum 21. Zeichen des I Ching. Zitat: Die klare Bestimmung der Schwere der Strafen, die dazu dient, dass die Menschen die Übertretung zu vermeiden imstande sind, soll dem Blitz gleichen. Die Strafe entspricht dem oberen Kernzeichen Gefahr. Die Festigung der Gesetze, um die Lässigen einzuschüchtern, soll mit der Entschiedenheit des Donners erfolgen. Die Gesetze sind fest und ruhen wie das untere Kernzeichen Berg. Zitat Ende. Von donnernder Entschiedenheit kann leider nicht die Rede sein in der Maßregelvollstreckung. Er ist ein jaulendes, gequält quälendes, teils finster lockendes, zeit- und sinnloses, vielleicht und wenn oder aber bestimmend. Gänzliche Beliebigkeit in totaler Herrschaft, die die Vernichtung bewirkt. Eine Strafe, die nicht erfüllt werden kann, weil kein Gesetz sie bemisst. Eine Strafe, die also auch nicht die Fähigkeit zur Einhaltung eines Gesetzes verleiht, vielmehr diffuse Angst erzeugt, intra- wie extramoral. Jede Abweichung von einer Norm, die nicht definiert ist, zieht eine nicht bemessene Strafe nach sich, macht den Menschen als Person zum Straftatbestand. Darum vertritt die Gegenpartei der Nichtstrafer die Auffassung, unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Sonderhaft sei keine Strafe und findet ihr Genügen im Paragraph 358 Strafprozessordnung, der eine zusätzliche Unterbringung im Revisionsverfahren erlaubt, dies nicht als verbotene Strafverschärfung betrachtet. Dies bewirkt allerdings auch keine Befestigung des Gesetzes. Angst gemacht wird dem Angeklagten, sich besser nicht über irgendein Urteil zu beschweren, sondern jeden Rechtsfehler zu tolerieren, unter Androhung des Übels unbefristet die Freiheit entzogen zu bekommen. Nicht nur die Freiheit zu verlieren, sondern auch das Leben. Durchschnittliche Lebenserwartung in psychiatrischer Sonderhaft 52 Jahre. Der Tod tritt im Allgemeinen unter Medikamenteneinfluss ein. Für Medikamenteneinnahme wird mit der Androhung der Aufrechterhaltung des Freiheitsentzuges genötigt. Das schizophrene Strafrecht gibt es her. Schizophren ist auch Ihre, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, Gesamthaltung. Was beim Herrn G. eine Strafe ist, ist bei Ihrem weiteren Klienten, dem Herrn T., zusätzlich zur Freiheitsstrafe in der Revisionsverhandlung unbefristete Unterbringung keine Strafe. Hinzu kommt, dass Sie im Schreiben an Herrn G. von einem Schutzanspruch des deutschen Staates auch für Bürger des haschemitischen Königreiches Jordanien sprechen, die sich in ihrem Heimatland aufhalten. Das ist ein hilfloser Versuch der Integration gespaltener Persönlichkeitsanteile und größenwahnsinnig. Real wird die allgemeine Gefahr, die von Ihnen ausgeht, durch Ihre ausgeübten Berufe als Rechtsanwalt und insbesondere als Hochschullehrer mit Prüfungsbefugnis. Hochachtungsvoll, J. Buhlmann.